So, dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil dieser Aufgabe. Ich habe die ja länger an der Wandtafel schon vorgeführt. Wir brauchen da ein Koordinatensystem, XY. Wir haben da einen Punkt A, den wir noch brauchen. Dann haben wir hier ungefähr 2a, hier ungefähr 3a. A ist auch da oben, hier nochmals a, 2a, 3a ungefähr. Und die Leitergeometrie sieht das dann so aus, dass da von plus a bis minus a der Leiter nach unten geht. Dann geht er hier so nach rechts, hat er die Länge 2a, geht er nach 3a und dann wieder zurück. Und das gleiche hier. So, gleiche Höhe in etwa. Ich habe Ihnen vorher an der Wandtafel gezeigt, dass diese Symmetrien, die man da benutzen kann, helfen, dass man da nicht alles separat ausrechnen muss. Aber im Prinzip haben alle diese Strombeiträge, das I geht da nach unten, so, diese Strombeiträge haben alle, sind alle dafür verantwortlich, dass an der Stelle, wo einem das Magnetfeld jetzt interessiert bei dieser Aufgabe, eben auch Anteile dazukommen, sowohl von diesem Stromkreis als auch von diesem Stromkreis her. So. Voilà. Ich habe das XY-Koordinatensystem so gewählt, das Z, wenn man es da X in Y überführt, ich habe es vorher, glaube ich, falsch gesagt an der Wandtafel, das Z zeigt nachher auf Sie zu, nachdem, wenn es ein normales Rechtssystem ist. Wir haben bereits gesehen, dass die Beiträge von dieser Seite hier und von dieser Seite hier nach unten gehen, dann im Magnetfeld, und dass diese drei Anteile hier das Magnetfeld dann etwas abschwächen würden. Jetzt wollen wir uns einen Abschnitt anschauen. DL, ups, wir haben also hier einen Strom I. Wir nehmen da so ein DL-Teil, der dann nach unten zeigen soll. Wir haben gesagt, in Richtung des Stromes, des technischen Stromes. Und das R, das zeigt ja immer vom DL dann zum Ort, wo einen das Magnetfeld interessiert. Wenn das ein sehr kleines DL ist, kann man da den Anfang nehmen von DL als Ursprungsort von R. Das wird dann immer genauer, je kleiner DL gewählt wird. Das wäre das R hier. Jetzt ganz allgemein kann man das DL ja vektoriell dann schreiben als dx, dy, dz. Also in dem speziellen Fall ist das DL an der Stelle nur noch ein, also dy, und zwar sogar in negativer Richtung. Das dx für dieses dl wäre 0 und das dz ist auch 0, also in z-Richtung haben wir auch nichts. Das heißt, für diesen Abschnitt hier ist das dl einfach minus dy. Für den Abschnitt wäre das dl dann gleich dx, da auch, und da plus dy. Aber das R, das ändert sich dauernd. Also wenn ich jetzt ein neues Abschnittchen nehme und das Magnetfeldbeitrag berechnen will, dann habe ich jetzt ein anderes R. Also ich habe da für jeden DL ein separates R auszurechnen. Wir können aber jetzt sagen, wenn wir das Koordinatensystem schon so gelegt haben, dass ja dieser Punkt hier, dem können wir Koordinaten xy geben. Also xyz im Grunde genommen. Das heißt, der R-Vektor zu so einem Punkt da oben, den kann ich einfach sagen, das ist das gleiche wie quasi dieser Vektor, aber negativ genommen, und dieser Vektor hat die Komponenten x, y und z. Also für R kann ich jetzt ohne weiteres schreiben, das ist das gleiche wie minus x, minus y und an sich auch minus z. In dem Fall ist das z ja 0 sowieso. Das x ist auf der Strecke hier immer gleich groß, nämlich a, und das y, das ändert sich eben dann von plus a nach minus a. Gut, jetzt können wir also mal für diesen Abschnitt hier schauen, wie groß dl kreuz r wird. Also für diesen Abschnitt hier ist das dl, ich mache es mit einer anderen Farbe, beim Abschnitt, das heißt in der Aufgabe ist das der Abschnitt 7, aber es ist nicht so wichtig, dl kreuz r ist in diesem speziellen Fall da gerade. Das dl, haben wir gesagt, ist minus dy, das dx ist 0, dz ist auch 0 und das r
ist gerade, wir haben gesagt, minus x, und das x ist ja a, also minus a. Das y ist eben y, in dem Fall minus y, weil das da nach unten zeigt. Und das z ist 0. Wir bewegen uns ja da in der z gleich 0 Ebene. Das lernt man ja in der Vektorgeometrie, wie man sein Vektorprodukt ausrechnet. Die x-Komponente des Vektorprodukts ist das mal das, minus das mal das. Und das mal das ist ja 0 und das mal das ist auch 0. Das heißt, die x-Komponente wird sicher 0. Die y-Komponente ist das mal das, minus das mal das, und zwar mit dem umgekehrten Vorzeichen. Aber aus dem gleichen Grund, das mal das ist ja 0, das mal das ist auch 0. Das heißt, auch die y-Komponente ist 0. Und die z-Komponente, das hier, da haben wir jetzt das mal das, minus das mal das. Das wird a, also minus a mal minus dy, das Minus fällt dann weg, das wird einfach a mal dy. Sie sehen, das hat nur eine z-Komponente, a mal dy. So, ich habe es vorhin noch falsch gesagt, also das, die z-Komponente ist das mal das, minus das mal das. Das mal das wird dann sehr positiv, aber weil es im Vektorprodukt ja mit dem Minus steht, gibt es dann ein Minus a mal dy. Und Minus a mal dy zeigt in Minus z-Richtung, also da nach unten, wie wir das an der Wandtafel oder mit, mit der rechten Handregel schon erwartet haben. Das heißt, wir haben jetzt hier für diesen Beitrag im Zähler des Biosauer-Gesetzes einfach einen z-Beitrag, der so groß ist. Schreibe ich das Biosauer-Gesetz nochmals auf. Wir haben gesagt, dB allgemein ist μ0 mal I durch 4pi mal dL kreuz R durch R hoch 3. μ0 I 4pi, das ist eine Konstante. dL kreuz R haben wir jetzt berechnet, das ist das hier. Und zwar hat es nur eine Z-Komponente, und zwar für alle diese Beiträge hier. Das heißt, wir müssen uns dann auch gar nicht mehr um die X- und Y-Komponenten kümmern. Wir können also das z alleine anschauen, und das r hoch 3 da unten, das können wir dann ausrechnen, weil das r kennen wir ja hier, das ist ebenfalls bekannt. Also r Betrag ist dann auch nach dem Pythagoras x² plus y² plus z² und die Wurzel daraus. Egal, ob es jetzt positiv oder negativ ist, in dem Fall ist das z ja sowieso 0. Das x wäre einfach a, das y, das variiert eben. Wenn wir das jetzt übernehmen, für diesen Abschnitt hier, können wir sagen, dass dB in der Richtung, wo uns das interessiert, dB, das ist ja nur z-Komponente, ist dann μ0 mal i durch 4pi. Dann steht hier das hier, minus a mal dy. Und im Nenner unten das r hoch 3. Also, wie wir vorher gesehen haben, x ist a, y bleibt y, z ist 0. Das heißt, wir haben a im Quadrat plus y im Quadrat. Die Wurzel gibt das r. Und dann hoch 3 ist dann eben hoch 3. Also gibt das hier nachher durch die Wurzel aus x Quadrat, haben wir gesagt a Quadrat plus y Quadrat plus z, das ist danach ja eben 0 und das Ganze hoch 3. So. Gut, das ist der Beitrag eines Abschnittes hier auf der Höhe y zu diesem Magnetfeld hier im Ursprung. Wir sehen, das ist ein ganz kleiner Teil der Rechnung, den wir jetzt gemacht haben. Wenn es das eine beliebige Leitergeometrie wäre, müsste man auf diese Art jetzt all diese Beiträge ausrechnen und aufsummieren. Und also, wenn es ein beliebiger Vektor wäre, hätte man auch sicher noch z-Beiträge. Das heißt, der Vektor wird dann auch sich hier verändern, dann müsste man wirklich vektorell addieren. Hier in dieser Aufgabe ist es speziell einfach, weil alles in der Ebene stattfindet. Jetzt müssen wir das für diesen Abschnitt hier, müssen wir jetzt das Magnetfeld durch Addition all dieser Beiträge ausrechnen. Jetzt Addition heißt in dem Fall eine Integration. Ich muss also hier diese dl-Beiträge einzeln jetzt von plus a nach minus a aufintegrieren. Ich schreibe mal das Integral, dass man sieht, wie das aussieht.
Und dann wollen wir schauen, ob es eine Stammfunktion überhaupt gibt. Das ist ja manchmal ein ziemliches Problem. Also das BZ von diesem, da heißt eben der Abschnitt heißt da, dieser Leiterabschnitt heißt in der Aufgabe Abschnitt 7. Also BZ vom Abschnitt 7 wäre dann nachher mi 0 mal i durch 4pi. Das können wir lassen. Jetzt gibt es das Integral von plus h nach minus h über diese Geschichte hier. Das Minuszeichen kann ich dann noch nach vorne ziehen. Das a ebenfalls. Da steht also hier minus a mal, dann steht es hier noch dy durch die Wurzel aus a² plus y² hoch 3. dy ist die Integrationsvariable. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, ob es eine Stammfunktion gibt dazu. Und da kann ich Ihnen jetzt schon verraten, das gibt es zum Glück. Ich will das kurz dann erläutern, wie die aussieht. Die ist nicht so kompliziert. Und dann wollen wir das noch fertig rechnen. Also machen wir jetzt ein ganz kurzes Zwischenstück. Ich will mal zeigen, wie die Stammfunktion von dem da aussieht. Und dafür mache ich einen Vorschlag und wir leiten den ab und schauen, ob die Ableitung dann wirklich das hier gibt, der Integrand gibt. Also ich behaupte jetzt, ich mache es auf separatem Papier. Ich behaupte, dass die Stammfunktion von, das haben wir jetzt gesagt, dy durch die Wurzel aus, und ich kann es so schreiben, y² plus a² hoch 3, dass das gerade, ich habe das jetzt vertauscht, das spielt ja keine Rolle, dass das gerade das gleiche gibt wie y durch a² mal x, y² plus a im Quadrat und die Wurzel daraus. Also die Wurzel kann man immer schreiben als hoch 1/2, genauso wie ich das hier hoch 3/2 schreiben könnte. Mal aufschreiben. dy durch y² plus a² hoch 3/2. Jetzt, wie gesagt, um diesen Sachverhalt da zu beweisen, müsste ich jetzt hier das mal ableiten und schauen, ob das herauskommt. Ableiten, nun, wir haben hier y, da auch y, das heißt, wir müssen die Quotientenregel verwenden. Quotientenregel heißt, das ableiten mal das, minus das mal das abgeleitet, durch den Nenner im Quadrat. Also wenn wir das jetzt ableiten, dann gibt das hier das abgeleitet, das ist 1, mal der Nenner hier, minus, das lassen wir, und jetzt leiten wir den Nenner ab. Nun, da haben wir mal ein a-Quadrat, und dann müssen wir das hier ableiten, das gibt 1/2 mal das da hoch minus 1/2. Normale Ableitungsregel von solchen Funktionen. Da muss ich noch die zweite Ableitung, also die innere Ableitung, Entschuldigung, dazu nehmen. Das hier, also die Klammer, nach y abgeleitet, gibt nochmal 2y. Und dann wird das Ganze dividiert durch den Nenner im Quadrat. Also gibt es hier a hoch 4. Und das hier im Quadrat, da wird einfach das hoch 1/2 dann wegfallen. Also y² plus a² hoch 1. Lasse ich das so. Dann können wir hier ein wenig vereinfachen. Das 1/2 hier kürzt sich gegen das 2 weg. Das y geht dann hier zu diesem y, es gibt y². Und ein a², das hier und hier und hier vorkommt, kann man auch noch wegstreichen. Andere Farbe nehmen. a², gibt dann hier unten noch ein a². So, jetzt sehen wir, haben wir hier diese Wurzel einmal so. Einmal haben wir sie im Nenner, das ist ja hoch minus 1/2, und haben, hier haben wir die Wurzel im Quadrat. Jetzt wollen wir vielleicht am besten mal überlegen, ja, diese Wurzel hier, die da im Nenner vorkommt, dieses Teiles hier,
wie ich da diesen Nenner mal wegbekomme. Also immer daran denken, das heißt ja 1 durch die Wurzel. Das heißt, ich erweitere jetzt hier diesen Teil hier mit der normalen Wurzel, sodass das dann wegfällt. Also ich schreibe hier mal y² plus a im Quadrat hoch 1/2. Mache das natürlich dann hier auch und hier auch. Dann habe ich nichts verändert. Ich habe es oben und unten multipliziere ich oder erweitere ich mit y² plus a² hoch 1/2. Unten auch. Dann habe ich ja nichts geändert. So, ich zittere ein wenig. Ich habe gestern im Garten gearbeitet, wie verrückt. Dann bin ich immer noch ein bisschen belastet von dieser Anstrengung. Okay, machen wir das. Dann haben wir hier, wenn ich das multipliziere, habe ich ja die Wurzel mal die Wurzel. Das heißt, dann fliegt einfach dieses Wurzelzeichen weg. Ich habe nur noch y² plus a² minus. Dann haben wir hier y². Und das da war ja im Nenner unten. Das hat jetzt mit dieser Multiplikation, kann man das wegkürzen. Da steht hier nur noch minus y². Und unten steht danach a² mal y² plus a² hoch 3/2. So, und jetzt sehen wir y² minus y², das fliegt weg, das ist das Gleiche. Wir haben oben nur noch a², unten auch a², das können wir auch wegkürzen. Und was dann bleibt, ist einfach 1 durch y² plus a² hoch 3/2. Und das war ja das, was wir hier beweisen wollten. 1 durch y² plus a² hoch 3/2. Das war ja die Behauptung, dass das hier abgeleitet das hier gibt. Das haben wir jetzt bewiesen. Wenn wir das ableiten, das habe ich jetzt gemacht, dann gibt es tatsächlich das hier. Oder umgekehrt gesagt, wenn wir diese Stammfunktion hier suchen, dann können wir das übernehmen. Jetzt geht es ja darum, dass wir diese Beiträge hier von diesem Magnetfeld, von diesem Strom hier aufaddieren. Wir haben jetzt diese dBZ-Beiträge von einem einzelnen Stromelement angeschaut. Die Beiträge können wir jetzt hier aufaddieren, nicht wahr? Es gibt alles negative Anteile für diese dBZ-Werte. Und um das gesamte BZ von diesem Abschnitt 7 auszurechnen, müssen wir jetzt hier die Integration durchziehen. Also BZ 7 ist nachher diese Sache hier, mu 0 mal i durch 4pi mal minus a mal dy durch Wurzel aus a² plus y². Ob das jetzt aufintegriert von minus a bis a, dass wir hier diese Stammfunktion, die wir vorher berechnet haben, eben jetzt benutzen können. Da können wir da die Rechnung jetzt übernehmen von vorher und sagen, das ist jetzt, nehmen wir das minus a nach vorne, die Stammfunktion haben wir jetzt vorher ausgerechnet, das war das hier, also steht jetzt hier y durch das a Quadrat, kann ich auch nach vorne ziehen von der Stammfunktion, da steht hier noch y Quadrat plus a Quadrat hoch 1/2 an die beiden Grenzen des Intervalls. Und setzen wir ein, steht das auch hier, das können wir noch wegkürzen hier, μ0 mal i minus durch 4pi mal a, Obergrenze eingesetzt, das gibt a durch a² plus a² hoch 1/2, minus die untere Grenze eingesetzt, das gibt minus a durch a² plus a², also minus a² eigentlich, aber das gibt ja danach im Quadrat. Wieder Plus. Das hier gibt auch Plus.
a² plus a² ist 2 mal a². Die Wurzel daraus gibt Wurzel 2 mal a. Das a kürzt sich dann weg. Dann haben wir hier 1 durch Wurzel 2 plus 1 durch Wurzel 2 für diese Klammer. Das gibt 2 durch Wurzel 2 oder gekürzt Wurzel 2 alleine. Und wir erhalten nachher minus mu 0 mal i durch 4pi mal a mal Wurzel 2. Das ist der Beitrag von diesem Abschnitt hier alleine. Das sind alles negative Beiträge gewesen. Das heißt, wir haben dann hier, also in Minus-Z-Richtung, wir haben insgesamt einen negativen Beitrag. Jetzt für diese Abschnitte hier geht es ganz analog. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass Sie bei den R-Vektoren eben danach, das ist in dem Fall zum Beispiel das Y fix auf A haben, das X ändert sich nachher, dx. Und die dl-Vektoren natürlich auch, damit auch hier der x-Werte, die Sie einsetzen müssen, das dy ist dann 0. Aber sonst ist das ganz analog wie vorher. Und vielleicht noch als kleiner Hinweis, diese Symmetrien, die ich vorher erwähnt habe. Jetzt wird mal hier schauen, dieser Punkt hier. Der hat ja einen Abstand, r. Und genau vis-à-vis hat es nochmals einen Strom, der nach oben zeigt. Und der Beitrag ist nach dem rechts, liefert ja nach der rechten Handregel ein dB nach unten. Und dieser Beitrag hier liefert ebenfalls nach der rechten Handregel. Der Strom geht ja nach oben, ein Beitrag nach unten. Der Abstand ist genau gleich, der Strom ist identisch. Das heißt, wir haben nochmals genau den gleichen Beitrag von der Seite. Das heißt, diesen Abschnitt hier können wir direkt mit 2 multiplizieren und erhalten dann den Abschnitt von da. Genauso können wir dann sehen, dass zum Beispiel von der Seite hier, da gibt es ja einen Strombeitrag mit diesem R hier. Und ganz genauso auf der Gegenseite da haben wir auch einen Strombeitrag mit dem gleichen R. Und nach der rechten Handregel liefert der Beitrag von dem Stromelement einen Magnetfeldbeitrag nach oben. Hier genauso. Das heißt, auch die zwei hier sind gleich groß. Das kann man also auch den Abschnitt dann gerade addieren mit dem hier. Genauso sieht man auch hier, dass der Beitrag von der Seite hier ebenfalls nach oben zeigt und genau das gleiche liefert wie hier und sogar das gleiche liefert wie da oben. Das sind alles gleiche Beiträge hier, da, da, da und da liefert genau das gleiche. Also dann auch in der Summe liefert das gleiche. Das heißt, es reicht, wenn wir einen Abschnitt hier ausrechnen. Und eben, das müssen wir noch machen. Das ist aber dann gleich groß wie das da drüben. Sie sehen, es ist eine größere Übungsaufgabe. Interessant finde ich. Man lernt sowohl was Vektorgeometrie, als auch was Integration, als auch was Magnetfelder betrifft, da sehr viel mit dieser Aufgabe. Okay, falls Sie bis zum Schluss durchgehalten haben, gratuliere ich Ihnen. Es war auch für mich eine interessante Geschichte. Ich habe es nicht ganz fertig gerechnet, aber ich glaube, jetzt mit diesen Hinweisen können Sie es selbst noch durchziehen. Bis zum nächsten Mal.